Herzlich willkommen zum inzwischen dritten Tourismusgipfel im Rahmen des Projekts gemeinsam im Nordwesten von Emder Zeitung, Jeversches Wochenblatt, Anzeiger für Harlingerland und Nordwestzeitung. Heute steht hier im Foyer des Theaterlaboratoriums in Oldenburg der Städte- und Kulturtourismus im Mittelpunkt. Wir wollen heute diskutieren und analysieren, wie der Städte- und Kulturtourismus durch das tiefe Loch kommt, in das er wegen der Corona-Krise gefallen ist. Wir wollen aber auch schauen, welche Perspektiven es gibt und welche kreativen Ideen in dieser ja naturgemäß kreativen Branche entstanden sind. Wir diskutieren dieses Thema heute mit 4 Gästen. Ich freue mich sehr und begrüße ganz herzlich Dr. Julia Schulte-Turbühne. Sie ist Direktorin des Museumsdorfs in Kloppenburg. Unseren Gastgeber Pavel Müller-Lück, Leiter und kreativer Kopf hier des Theaterlaboratoriums. Vielen, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Gerne. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krugmann. Und last but not least Christoph Böckermann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Reiseunternehmens Sausewind hier in Oldenburg, der sich auch sehr stark im Bereich Bustourismus tummelt. Ja, das Theaterlaboratorium ist ein kultureller Leuchtturm hier in der ganzen Region, der seit dem Lockdown Mitte März seine Leuchtkraft nicht mehr entfalten kann. Inzwischen gibt es auch im Kultur- und Veranstaltungsbereich erste Lockerungen. Aufgrund des nach wie vor notwendigen Infektionsschutzes gelten aber weiterhin Maskenpflicht, Abstandsregeln, Teilnehmerbegrenzungen. Das hat massive Auswirkungen auf kleine wie große Veranstaltungen. Hier in Oldenburg musste das Stadtfest abgesagt werden. Auch der Oldenburger Kramermarkt wird dieses Jahr nicht stattfinden. Beides Veranstaltungen mit mehreren 100.000 Besuchern. Herr Müller-Lück, ich fange bei Ihnen an als Hausherr. Sitzabstand, Maskenpflicht, ist das überhaupt mit einem Konzept wie das dieses Theaters, das ja sehr stark auf Interaktion mit dem Publikum, auf persönliche Begegnungen setzt und auf Improvisation, ist das überhaupt realistisch, das hier umzusetzen in Ihrem Spielbetrieb? Ich mag es mir doch, obwohl ich es langsam sollte, aber ich mag es mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube, so in dieser Form, wie es sich jetzt darstellt, ist es nicht möglich, weil es einfach in geschlossenen Räumen einfach wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Also wir wären wahrscheinlich bei nicht einmal 40 Menschen, die wir dort hineinsetzen dürften. Und es ist ja so, dass wir unser Hauptetat besteht ja aus dem Ticketverkauf und nicht aus festen Subventionen. Und wenn wir mit nur einem Viertel dann oder knapp einem Viertel überhaupt nur des Etats eine ganze Spielzeit bestreiten sollen, dann wird das so nicht möglich sein. Wir werden uns etwas anderes überlegen müssen. Also Sie können unter den Umständen die Aufwände, die Sie haben, nicht wieder einspielen, wenn Sie... Nein, ja. Nein, das ist nicht möglich. Herr Krugmann, ja, das Theaterlaboratorium ist ja nur eines von vielen attraktiven Kulturangeboten in der Stadt. Ich habe die beiden großen Feste gerade erwähnt. Es gibt hier aber auch Museen, es gibt weitere Theater, es gibt das Staatstheater, das ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie Herr Müller-Lück. Wie schmerzhaft ist das für Sie als Stadt, dass die Kultur hier nur so eingeschränkt oder gar nicht stattfinden kann, durchaus auch aus wirtschaftlicher Sicht? Also aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich auch schmerzhaft, können wir sicherlich auch noch zu kommen. In erster Linie finde ich es aber einen unheimlichen Bruch im öffentlichen Leben der Stadt, also den ich auch persönlich ja auch total tief empfinde und auch viele Oldenburgerinnen und Oldenburger, weil es ist uns ja wirklich auch ein großes Stück Lebensfreude und auch Erlebnisqualität in der Stadt auch genommen. Nicht nur übrigens der Stadt Oldenburg, den Bürgerinnen und Bürgern, sondern wir sind ja wichtig für die ganze Region. Pavel Müller-Lück hat hier Gäste, die teilweise 100 Kilometer weit und noch weiter hier anreisen. Und das ist alles irgendwie im Moment nicht möglich. Und so 6-8 Wochen lang hat man noch mal gesagt, das ist ja mal ganz toll, dass wir mal so Sonderferien haben. Also diejenigen zumindest, die wirtschaftlich jetzt nicht unmittelbar bedroht waren, das werden sicherlich andere auch noch differenziert sehen. Aber das hört natürlich langsam auf, Spaß zu machen, sondern es wird richtig ernst. Und es geht auch an die Substanz und auch an die Existenz einiger. Nicht unbedingt des Staatstheaters, das ist eine staatliche Einrichtung, die natürlich auch eine entsprechende Grundfinanzierung hat. Aber natürlich all diejenigen, die letztlich von ihren Einnahmen, von ihren Zuschauern, Zuschauerinnen, Zuschauern auch abhängig sind, die sind jetzt natürlich in Gefahr. Darauf schauen wir auch und wir versuchen auch in dem Rahmen, in dem eine Kommune das kann, da auch zu unterstützen. Aber ganz ehrlich, wenn das monatelang geht, wir werden nicht alles, nicht jedes Loch als Kommune stopfen können. Deshalb muss es irgendwie Wege geben, wieder zusammenzukommen und gemeinsam Kultur zu erleben. Auf die Möglichkeiten, wie die Kommune helfen kann und auch wie andere Wege aussehen können, schauen wir später nochmal. Bleiben wir mal kurz bei dem Thema
Existenz. Herr Böckermann, Sie sind dafür seit 1986 zuständig, verantwortlich, dass Leute sicher und bequem reisen können, auch gerade in Städte und zu Kulturveranstaltungen. Auch Sie sind extrem eingeschränkt. Sie haben vor ein paar Tagen einen Brandbrief an die Bundesregierung geschrieben. Ich zitiere daraus mal. Ging an die Bundesregierung. Also warum lässt du, gemeint ist die Bundesregierung, jetzt 3.400 Unternehmen der Bustouristik mit über 80.000 Arbeitsplätzen untergehen, indem du ab Mitte März jede Tätigkeit verbietest, das bedeutet 100% Umsatzverlust, nicht sehen willst, dass deine Lockerungen kein wirtschaftliches Arbeiten ermöglichen und voraussichtlich das ganze Jahr kaum Einnahmen möglich werden, weil zum Beispiel Klassenfahrten gänzlich verboten sind. Stattdessen treibst du Familienunternehmen in Überschuldung und Ruin, die teilweise in zweiter und dritter Generation mit modernen und umweltfreundlichen Fahrzeugen einen wichtigen Beitrag zu klimaschonendem und nachhaltigem Tourismus leisten. Was ärgert Sie so jetzt auch im Vergleich mit anderen Branchen? In Schwierigkeiten stecken viele. Was war der Anlass für Sie zu diesem Brief an die Bundesregierung? Also meine Anzeige ist auch als Beitrag gedacht gewesen für einen größeren Protest, der relativ zeitgleich in Berlin stattgefunden hat. Da waren die gesamten Busunternehmer mit ihren Fahrzeugen. Und man vertritt da im Grunde eine Branche, die etwa 9% am gesamten touristischen Markt Anteil hat. Da sind nicht nur unbedingt 80.000 Arbeitsplätze mit verbunden, sondern sogar je nach Rechenweise bis zu 240.000, wenn man so Reisebüros mitzählt und auch Folgearbeitsplätze, die da dranhängen. Also das ist schon eine Branche mit viel Arbeitsplatzrelevanz. Und die bisherigen Angebote, die sich zur Hilfe so aufgetan haben, waren überwiegend Kreditangebote, die natürlich eine Firma irgendwann auch wieder erwirtschaften muss und die ganz schwer aufholbar sein wird. Und ich kenne Familienunternehmen, die haben jetzt schon privat ihr Eigentum eingesetzt, um solche Kredite besichern zu können. Und das ist natürlich im Vergleich, ja, sage ich jetzt mal beispielhaft, zu einer Automobilbranche sehr ärgerlich, wo man nach hohen Subventionen ruft und wo aber in der Verantwortungsetage auf der Kapitalseite kaum irgendeine Einschränkung gemacht wird. Das hieß noch vor kurzem, na, Dividenden können wir nicht kürzen und an Vorstandsgehältern können wir auch nicht sparen. Und da geht einem so als kleinerer Unternehmer schon der Hut hoch. Wenn wir Fehler machen, müssen wir bitter persönlich dafür bezahlen. Wenn in Vorstandsetagen irgendwas verdorben wird, nicht unbedingt. Das war auch so ein Teil dieser Anzeige. Und das verlorene Geschäft jetzt aus dem Frühjahr und Frühsommer können Sie auch nicht nachholen. Sie können ja nicht die Fahrten nachholen, die ausgefallen sind. Also das ist ja ein unwiederbringlich verlorene Einnahme. Das geht uns wahrscheinlich allen gleich. Man hat jetzt eine Riesenlücke an Einnahmen, die immer größer wird. Und es gibt ja andere Geschäftszweige, die hatten vielleicht 2 Wochen zu und blühen jetzt förmlich wieder auf. Baumarkt ist so ein Beispiel oder ein Gartenbaucenter. Die haben es jetzt schon wieder besser. Aber wir haben Lücken, die man auch nicht einfach so füllen kann und vor allen Dingen, die immer noch größer werden. Es liest sich immer so schön, es wird alles gelockert, aber in Wirklichkeit kann man vielleicht ein ganz bisschen Umsatz wieder generieren, aber trotzdem ist unter jedem Monat ein großes Minus. Und ich glaube, so wie wir drei hier sitzen, könnte man schon durchaus sagen, das kann auch noch lange dauern. Ja. Da ist noch keine ernsthafte Perspektive, dass es von alleine wieder gehen könnte. Es gibt ja jetzt leichte Lockerungen, die auch für Sie, also was den Bustourismus angeht, gelten. Die Frage ist ja dennoch, selbst wenn Sie wieder einen Bus voll besetzen dürfen, passiert das auch? Also spüren Sie wieder eine steigende Nachfrage oder sind die Leute noch zurückhaltend? Also ich führe selber relativ viele Kundengespräche und das überwiegt Angst, überhaupt in so eine Situation reinzugehen, sprich sich in einen geschlossenen Raum zu bewegen. Im Grunde ist ja hier hinter uns der Veranstaltungsraum auch ein großer Bus. Da sitzen viele Leute zusammen und genau vor so einer Situation muss man sich ja nach wie vor hüten. Ja. Also, heute war im Radio ein schöner Beitrag, da wurde dazu geraten, man sollte doch einfach die doppelten Eintrittspreise nehmen. Das wäre mal so ein Tipp. Ein Tipp, ja. Okay, ich glaube, das ist eine Ebene, auf die wir uns in diesem Gespräch zumindest nicht begeben. Da müssen wir andere Lösungen finden. Ja. Frau Dr. Schulte-Dubühne, die Bustouristen, die Herr Böckermann nicht transportiert, die kommen bei Ihnen auch nicht an. Ich glaube, auch für Ihr Museumsdorf ist gerade das Thema Schulklassen und Reisegruppen auch ein ganz großes Thema. Wie ist die Lage bei Ihnen im Augenblick? Diese Bustouristen fehlen Ihnen wahrscheinlich auch. Wer fehlt Ihnen sonst noch an Zuschauern oder an Publikum? Ja, uns fehlen auf jeden Fall die Schulen, die Bustouristen.
Logistik fehlt uns. Und im hohen Maße sind wir auch von Veranstaltungen, haben wir Veranstaltungen, mit denen wir bis zu 50.000 Personen ja an einem Wochenende ins Museum holen, weil diese Großveranstaltungsthematik ja nicht mehr greifen kann. Die fehlen uns im ganz, ganz hohen Maße. Also alle, die letztendlich aus der Region, aus dem Umkreis von 150 Kilometern mit dem Bus anreisen, die Gruppen, sind alle weg. Man kann im Grunde genommen sagen, dass wir haben wieder geöffnet seit Anfang Mai, die Einzelbesucher da sind, die auch mutig sind, also die kommen, aber die Einzelbesucher machen eigentlich nur, ich sag mal, ein Viertel bis zum Drittel der Besucher aus. Und dementsprechend sind die Veranstaltungsbesucher und auch die Gruppenbesucher sind von 100 auf 0 gefallen, kann man einfach so sagen. Daneben sind auch bei Ihnen Zugpferde wie die große Gartenpartie ja ausgefallen dieses Jahr. Von was für einer Zuschauer- und Publikumsdimension reden wir da? Ja, da reden wir von 50.000 Besuchern, die an den 4 Tagen kommen. Und die sind natürlich, die sind weg gewesen. Wir leben als Freilichtmuseum natürlich auch vom Saisongeschäft. Und das ist natürlich mit Corona im März beginnend. Ostern war, die Gartenpartie war. Wir hätten nächstes Wochenende Kirmes gehabt, historische Dorfkirmes. Diese Veranstaltungen finden alle nicht statt, die ja letztendlich zur Kulturgeschichte des ländlichen Raumes gehören. Und nochmal, das, was man von der Kultureinrichtung danach sagt, macht kreative Ideen, um Besucher in die Häuser zu bekommen. Auch wir leben fast zu 40% von Eigeneinnahmen. Und man muss kreativ sein, um auch die Besucher, die Ansprüche werden sehr, sehr viel höher. Das haben auch meine Vorgänger in der Vergangenheit sehr kreativ gemacht. Und das ist jetzt für uns ganz, ganz schwierig. Große Herausforderung. Ja. Schauen wir nochmal auf die Hilfen und auf die Möglichkeiten. Herr Böckermann, Sie hatten ja gerade schon angesprochen, auch was zum Beispiel der Unterschied zwischen einer direkten Hilfe und eines Kredites ist. Die Bundesregierung, der Bundestag hat jetzt gerade das milliardenschwere Investitionsprogramm für Corona freigegeben. Ein Bestandteil davon ist ja die Senkung der Mehrwertsteuer. Herr Böckermann, kommt von dieser Hilfe bei Ihnen jetzt irgendwas spürbar an? Spürbar angekommen ist, muss man lobenswert schon sagen, das war unmittelbar nach dem Ausbruch dieser Krise gab es ja die Soforthilfe. Mhm. Das hat auch sehr gut geklappt. Das hat sogar in einigen Fällen zu gut geklappt, weil man jetzt ja diese kriminellen Folgen davon hat, dass da Geld wieder weggeworfen ist. Ja. Aber das hat eigentlich, das war ein schönes Beispiel für schnelle Hilfe, war aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und was jetzt kommt, kann man ja noch nicht so genau in seiner Größenordnung beurteilen. Es gibt dieses Konjunkturpaket 2. In den Nachrichten hört sich das immer schon mal sehr gut an. Aber wenn man die Details liest, gibt es viel Kleingedrucktes, wo am Ende vielleicht die Hilfssumme auch nicht so überragend wird, wie sie eigentlich sein sollte. Also bleiben da weiter primär auf sich alleine gestellt. Ja, es wäre kein Problem, zu einem teuren Kredit zu greifen. Ja. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist nicht unbedingt die Lösung. Und auch der muss abbezahlt werden. Weil einfach die Erlössituation nicht stimmt. Ja. Herr Möller-Lück, welche wirtschaftliche, politische Hilfe wäre denn für Sie sinnvoll? Was würde Ihnen wirklich helfen jetzt, um über diese Krise zu kommen? Also wir haben ja auf der einen Seite haben wir die Sicherheit, dass wir einen institutionellen Zuschuss durch die Stadt Oldenburg haben. Der ermöglicht natürlich erst einmal generell, dass wir die Gebäude instand halten können, dass wir mit minimalem Personalaufwand quasi als Rumpfunternehmung hier weiter bestehen können. Dann haben wir unsere Zuschauerinnen gehabt, die uns geholfen haben mit einer großen Spendenaktion. Was für uns zum Beispiel jetzt wichtig wäre, wenn zum Beispiel das Land Niedersachsen, die Programme des Land Niedersachsen haben nie so richtig gezündet bei uns. Also das Land Niedersachsen war da auch relativ spät. Und entweder waren wir im Profil zu groß oder zu klein oder zu dick oder zu dünn. So richtig reingepasst haben wir nie. Und wir haben jetzt angefangen auch eine neue Inszenierung zu machen, von der wir noch gar nicht wissen, wann wir sie spielen sollen. Aber was ja auch wichtig ist, und das darf man nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass das Theater es ist ja nicht nur nicht geöffnet, sondern es ist ja auch so, dass, und deswegen haben wir diese Inszenierung auch begonnen, man lebt auch in einer Isolation. Es ist auch ein psychisches Problem irgendwann, weil man trifft die ZuschauerInnen nicht mehr. Wir sind hier 27 Menschen insgesamt, die miteinander arbeiten. Man sieht sie nicht mehr.
Es kommt ja noch was hinzu, wenn über jetzt 6 Monate oder 9 Monate ein Betrieb nicht laufen kann, heißt das auch, dass Top-MitarbeiterInnen sich auch anders natürlich orientieren irgendwann. Und das hoffe ich mal für uns, dass das nicht in Frage kommt. Das heißt, wir versuchen dieser Isolation so zu begegnen, dass wir etwas Neues machen, dass wir im Prozess bleiben. Und was natürlich schön wäre, ist, wenn wir jetzt konkret, da greift natürlich jetzt kein Programm, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden uns freuen, wenn zum Beispiel die Neuinszenierung jetzt vom Land unterstützt werden könnte, ja, so, ja, dann ne, dass wir da weitermachen können. Denn wenn die Mittel der Zuschauerinnen, die wir als Spenden bekommen haben, aufgebraucht sind, dann wird es richtig eng. Und dann weiß ich nicht, welches Programm richtig greifen soll. Und ich finde das für so ein Theater wie das Laboratorium auch einmalig, mal so ein Zuschuss möglich sein muss. Das wäre so eine Art Projektförderung. Das wäre eine Art Projektförderung, die man jetzt machen könnte, damit wir das finanzieren können. Denn wir brauchen jetzt das Geld auf, was durch die Spenden gekommen ist. Dadurch, dass wir diese Spenden bekommen haben, haben wir auch nicht auf andere öffentliche Mittel zugreifen können, denn wir waren hier liquide. Das hat sich ausgeschlossen, selbstverständlich. Was ja auch richtig ist, es ist ja klar, in dem Augenblick, wo man die Rechnung bezahlen kann, egal über welche Mittel, ist das ja in Ordnung. Nur wenn das Geld dann aufgebraucht hat, dann wird es tatsächlich eng. Ja. Herr Krugmann, wie viel kommunale Tourismus- und Kulturförderung steckt denn in diesem Konjunkturpaket des Bundes? Was kommt da bei der Stadt an, was Sie noch weiter verteilen können? Also Pavel Müller-Lück hat ja darauf hingewiesen, dass das ist jetzt sozusagen angeschoben, oder Herr Böckermann hat es auch gesagt, aber wir wissen es ja in den Details und in den Umsetzungen, wie es dann in den Verordnungen und einzelnen Programmen rüberkommt, können wir es im Einzelnen noch gar nicht sagen. Es soll ja auch ein großer Teil für die Kultur kommen. Frau Grütters, Staatsministerin, hat das ja auch angekündigt, aber inwieweit das dann nutzbar gemacht werden kann für unsere Einrichtung vor Ort, können wir jetzt im Detail noch nicht sagen. Ich habe allerdings, das habe ich auch bei den Beratungen zum Nachtragshaushalt jetzt beim Stadtrat gesagt, wir als Stadt wollen uns zumindest dann darauf einstellen, falls da irgendwas gegen zu finanzieren ist oder so, dass wir uns auf sowas möglicherweise konzentrieren. Wir haben jetzt im Nachtragshaushalt auch mal so eine Strukturbrücke, haben wir das genannt, haben also einen Betrag von 300.000 Euro mal beiseite gelegt, falls Einrichtungen wirklich in dieser zweiten, dritten Phase dann mal wirklich in Schwierigkeiten kommen, dass man da helfen kann. Allerdings muss ich ganz klar sagen, woran ich nicht glaube, ist, dass wir alle diese Löcher, alle diese Probleme, die jetzt durch Corona entstehen, dass irgendein Staat das wird lösen können. Ich will mal nur eine Zahl in den Raum werfen. Allein das Thema Übernachtung und Tourismus, Städtetourismus in Oldenburg, das sind 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Wer sollte das ersetzen? Also eine Kommune bestimmt nicht, aber das jetzt mal hochgerechnet auf alle Kommunen. Man wird, glaube ich, nicht alle Löcher stopfen können. Das ist die harte Erkenntnis. Und man muss natürlich auch noch mal immer sagen, Corona, das hat jetzt keiner irgendwie entschieden, das machen wir jetzt, sondern da ist auch keiner schuld, sondern das ist wie ein Tsunami erstmal über uns gekommen. Ich glaube, was die Kultur betrifft und auch was Ihre Branche betrifft, Herr Böckermann, wir müssen an einer Perspektive arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, wie kann, das Virus geht ja nicht weg. Also ein Impfstoff im nächsten Jahr wäre wunderschön. Sich allein darauf zu verlassen, wäre Wahnsinn. Man muss damit rechnen, dass wir noch länger, gestern hat es ein Virologe genannt, das Virus wird endemisch bei uns, das bleibt irgendwie hier, das kann man dann kriegen. So. Und dann müssen wir irgendwie, ja, wir können ja nicht sagen, da machen wir 10 Jahre nichts. Also, ich weiß nicht, 10 Jahre hält das Figurentheater wahrscheinlich auch nicht durch. Und Sausen wird wahrscheinlich erst recht nicht. Selbst das Museumsdorf würde wohl 10 Jahre ohne Zuschauer nicht auskommen können. Also muss man irgendwie sich überlegen, welche technischen Möglichkeiten, welche hygienischen Möglichkeiten, welche organisatorischen Möglichkeiten kann man nutzen, um das wieder möglich zu machen. Und ehrlich gesagt, und da bin ich bei unserem Hausherrn hier, 40 Gäste hier, Vorführung, das kann technisch funktionieren, das kann hygienisch funktionieren, wirtschaftlich funktioniert es nicht. Und es macht ja keinen Sinn, sich jetzt mit großem Aufwand Gedanken über Lösungen zu machen, auch bei Ihnen, wenn nur 15 Leute im Bus sitzen. Da werden Sie vielleicht ein paar Liebhaber und treue Fans haben, die sagen, wir zahlen das Dreifache, aber das wird natürlich kein Geschäftsmodell werden können. Also müssen wir uns überlegen, wie können wir das machen. Da brauchen wir noch bessere virologische Erkenntnisse, was ist eigentlich wirklich gefährlich, was nicht. So, wie man zum Beispiel jetzt in den Schulen dieser ewiger
Streit, wie gefährlich ist es eigentlich in Schulen. Ich bin ja ein Verfechter, auch wenn ich dafür schon kritisiere, ich bin gleich fertig. Ich bin ja ein Verfechter der Corona-App. Nicht, weil ich jetzt so ein Digital-Freak bin, sondern weil ich glaube, das ist ein technisches Instrument, was uns helfen könnte. Natürlich ist das eine Einschränkung, wenn jeder mit so einem Überwachungsteil auf dem Handy rumläuft. Aber ich lasse mich lieber so überwachen, als dass ich zu Hause sitze und gar nichts mehr machen kann. Also da muss man auch abwägen. Also da würde ich mir jetzt wünschen, dass wir in einen Dauerbetrieb kommen und uns darüber Gedanken machen, wie kann das wirklich funktionieren. Aber lassen Sie uns mal kurz zurückgehen zu dem Thema Perspektiven, auch kommunaler Entscheider. Hm. Sie sind ja als Bürgermeister eingebunden in Kommunalpolitik. Wir werden jetzt Verteilungskämpfe erleben. Sie sagen, das Geld reicht nicht, um allen zu helfen. Also wird es zwangsläufig zu Diskussionen kommen, wem helfen wir und wie stark. Die Kultur, der Tourismus hängt in der Regel an den sogenannten freiwilligen Leistungen, also an Dingen, die nicht unbedingt gemacht werden müssen, sondern die dann noch so im kommunalen Gestaltungsspielraum gemacht werden können. Wie kann man denn verhindern, dass jetzt die Kommunalpolitik genau an diesen Punkten spart, die eben am Ende zur Attraktivität der Stadt und auch zur touristischen Infrastruktur beitragen? Wir haben jetzt die Kommunalwahl vor der Brust. Das wird wahrscheinlich wirklich harte Diskussionen geben, oder? In diesem Jahr definitiv nicht, weil in diesem Jahr haben wir das Problem finanziell im Griff. Oldenburg hat, das ist aber ein großer Vorteil gegenüber anderen Kommunen, wir sind in einer sehr guten Haushaltssituation in dieses Malheur reingekommen und wettern das im Moment gut ab. So, also und jetzt durch die Hilfen, die von Bund und Land kommen, werden wir dieses Jahr diese Diskussion nicht haben. Es gibt keinen in der Kommunalpolitik, der das in Frage gestellt hat. Es gab ein paar, die meinten, ihr müsst noch mehr machen. Das ist ja dann aber auch eher für die Kultur was Beruhigendes. Politisch sehe ich da im Moment keine Diskussion. Im nächsten Jahr kann ich heute noch... Die Gefahr, dass an der Kultur und am Tourismus jetzt gespart wird. Nö. Haben wir die letzten Jahre auch nicht gemacht. Und wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, sehe ich da in den nächsten 2 Jahren erstmal keinen Bedarf. Und wir hoffen ja, irgendwann wird es dann auch mal wieder nach vorne gehen. Also Oldenburg ist im Moment haushaltsmäßig da in einem grünen Bereich. Das sieht aber in anderen Kommunen anders aus. Fragen wir mal vielleicht Frau Dr. Schulte-Dubühne, die ja neben den Eintrittsgeldern, Sie sagten es gerade, auch von institutioneller Förderung abhängt. Das Land Niedersachsen unterstützt Sie, die Kreise Kloppenburg und Vechta, die Stadt Kloppenburg. Also alles Kommunale und das Land als Geldgeber. Teilen Sie den Optimismus von Herrn Krogmann, dass die alle munter weiterzahlen oder sorgen Sie sich schon, dass diese Geldquellen auch irgendwann zur Disposition gestellt werden? Ich glaube, es ist mittlerweile auch in der Politik angekommen, dass Kultur ja nicht das Sahnehäubchen ist, sondern dass Kultur ganz grundlegende Wirtschaftsförderung auch ist. Also von den Förderungen, die ja in die Kultureinrichtung gehen, geht ja über die Gehälter, wird die Kaufkraft gestärkt, wenn wir Ausstellungen machen, gehen wir ans regionale Handwerk. Wenn bei uns im Dorf Gebäude saniert werden, geht es ins Bauhandwerk. Also die, ich würde mal sagen, von den Förderungen bleibt 90% auch als Wirtschaftsförderung in der Region. Und das ist Gott sei Dank mittlerweile angekommen. Darf an verschiedenen Stellen, glaube ich, noch mal viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, dass Kultur und Kulturförderung Wirtschaftsförderung ist. Und ich auch immer finde, da müssen auch die Häuser untereinander da noch mal kreativer zusammen denken. Denn wenn ich Kultureinrichtungen schließe oder weniger Finanzmittel denen zur Verfügung stelle, dann ist der Rattenschwanz unglaublich lang. Und der ist eben nicht nur, dass die Künstler dann eventuell auf der Straße stehen, sondern es ist der große Bereich, der ja dazugehört, von Übernachtungen, von diesen ganzen Bereichen. Die Gastronomie. Die ganze Gastronomie eben und bis zum Handwerk, was man ja oft gar nicht denkt, dass es Handwerk ist. Und bei dem einen oder anderen ist vielleicht noch, wenn ich Kulturförderung habe, dann kaufe ich ein neues Möbelstück oder ich kaufe ein Gemälde. Das ist ja gar nicht. Das ist ja in den seltenen Fällen, wird über die institutionelle Förderung sowieso eigentlich gar nicht mehr finanziert. Ich glaube schon, dass das Land Niedersachsen und auch die kommunalen Partner bei uns die Wertigkeit auch des Museums sehen und auch der Kultureinrichtung in der Region sehen und uns da weiterhin unterstützen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich durch diese fast 40% Eigeneinnahmen, müssen wir gucken, wo unsere Lösung hingeht. Also wir haben eben auch das Glück der institutionellen Förderung, dass wir eine Basisausstattung hinbekommen. Aber das reicht eben an verschiedenen Stellen nicht mehr. Und auch nochmal auf die Fördertöpfe, die es gibt, dieses Neustart-Programm von der Bundesregierung, wo wir die ganzen Corona-Maßnahmen reinbringen können, das ist wunderbar. Noch bis heute haben wir keine Zusage. So langsam müssen wir das wissen, wenn wir jetzt auch wirklich starten wollen im Ferienverkehr, wo wir nochmal das leichter machen können mit den ganzen Wegeführungen und den Hygienemaßnahmen. Also das müsste jetzt langsam ankommen.
Und viele von den... Ist eine Pflicht, dazu liefern? Das ist die Bundesregierung bzw. die Partner, die dahinter stehen. Wir haben auch schon positive Signale, aber es ist halt noch nicht, dass man jetzt investiert und sagt, wir gehen jetzt und kaufen noch die nächsten Scheiben und Abstandshalter, die wir eigentlich noch alle brauchen, die wir jetzt sehr provisorisch aus Pappen und so, die müssen wir alle 3 Tage, wenn es regnet, wieder neu machen. Das ist alles sehr aufwendig. Da wird was kommen und bei den anderen Programmen, die sonst da sind, kommt bei uns auch gar nicht so viel an. Wir haben auch, entweder sind wir zu groß, wir sind zu klein, wir sind zu institutionell, wir sind zu öffentlich, dann sind wir zu privat. Das passt dann tatsächlich bei uns auch fast nie. Und bei den Fördertöpfen, ich kann das ja verstehen, dass man dann sagt, man fördert dann Projekte oder es geht in Digitalisierung oder es geht in ganz spezielle Bereiche, die unterstützt werden sollen. Aber ich glaube, es hilft ganz viel nicht, wenn ich ein digitales Programm auflegen kann oder neue Sachen mache, wenn meine Basis gar nicht mehr da ist. Also dann bringt mir eine digitale Führung auch nichts, wenn ich gar keine Besucher mehr habe, die das letztendlich mit realisieren können. Und da gehen, glaube ich, einige Förderprogramme, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, da wir ja auch eine Perspektive brauchen, wo wollen wir hin? Und vielen steht das Wasser bis zum Halse. Wie können wir da weiterhelfen? Und da hilft es mir in den wenigsten Fällen wirklich eine Förderung jetzt speziell für eine Digitalführung umzusetzen. Kriege ich personell auch gar nicht hin, weil ich natürlich einen Großteil der Mitarbeiter auch in Kurzarbeit habe schicken können, was der Vorteil ist, dass es bei uns möglich war, ist bei vielen kommunalen Einrichtungen ja auch gar nicht möglich. Das ist dann so ein Teufelskreis, der sich dann dreht. Herr Möller-Lück, wird aus Ihrer Sicht denn die Bedeutung, auch die wirtschaftliche Bedeutung von Kultur für den Städtetourismus ausreichend gesehen, auch in der Kommunalpolitik? Ja. Also das hat sich verändert. Ich sag mal, die Gutsherrenbetrachtung über dieses Phänomen ist vorbei. Und das Nice to Have ist auch Geschichte. Es hat sich also doch wirklich durchgesetzt, dass Kultur ein echter Faktor ist im Miteinander, echter Magnet ist auch für die Attraktivität einer Stadt, die also so nicht mehr hingerechnet wurde, wie sie früher mal hingerichtet wurde. Das hat sich komplett... Auch bei Ihnen keine Sorge, dass das aus dem Fokus kommt, jetzt mit Blick auf kommunalpolitische Entscheidungen auch zur... Nein, wir haben ja dem Oberbürgermeister gerade zugehört und der hat ja auch noch mal gesagt, dass wir schauen müssen, wie wir das, dass man natürlich nicht alles wird retten können, aber dass wir natürlich, aber ich denke schon, dass noch ein großer Atem da ist, wie das miteinander hinzuschaukeln. Und eine Kommune kann überhaupt gar kein Interesse daran haben. Das wäre ja Harakiri. Eine kann kein Interesse daran haben, dass attraktive Angebote, die ja überall, wie wir gerade gesagt haben, hingreifen, dass die nicht mehr wahrgenommen werden können. Daran kann kein Interesse bestehen. Daran leidet eine Stadt und wird nicht so attraktiv sein, dass man sie dann auch gerne besuchen möchte. Gutes Stichwort, Herr Böckermann. Was muss denn eine Stadt bieten, um von Ihnen als Ziel für ein städtetouristisches Angebot ausgewählt zu werden? Sage ich gleich sofort was zu. Ja. Politiker sind ja sonst gerne so, dass sie erst mal was sagen und dann zum Thema kommen. Aber meins passt ganz schön. Ich habe hier eine Studie, eine britische Studie, und im Endeffekt wird in dieser britischen Studie gesagt, Kulturgenuss führt dazu, er reduziert die Gefahr von Demenz, mobilisiert körperlich und geistig und stärkt soziale Bindungen und verringert Einsamkeit. Klingt gut, wissenschaftlich nachgewiesen. Und ich denke, wir müssen bei diesem ganzen Gespräch so eine Art volkswirtschaftliches Gemeinwohl im Auge halten. Und auch diese tieferen Kreise, die jetzt meinetwegen einen Zuschuss ans Museumsdorf nach sich zieht, das muss man durchaus öfter mal deutlich sagen. So, jetzt. Genau. Was macht eine Stadt attraktiv für Touristen? Das ist ganz einfach. Ein Busunternehmer überlegt immer, wo kann ich etwas an Leistungen bekommen und wie kann ich da ein interessantes Leistungspaket draus schnüren für meine Reisegäste. Oldenburg habe ich da natürlich auch immer kritisch im Auge, aber als Oldenburger Busunternehmer fahre ich natürlich nicht mit Oldenburger Bus dahin. Ich bin auch der Falsche, den man da fragt jetzt. Nein, aber es ist ja generell interessant. Das ist ein sehr weites Feld. Also es kommt ja ein bisschen auch darauf an, was für Kunden der Unternehmer so vor Augen hat. Man könnte jetzt ja mal anfangen, sagen, wir haben den sogenannten oberflächlichen Besichtigungstourismus.
Da ist eigentlich ein buntes Programm an kulturellen Beiträgen und an Gastronomie wichtig. Genauer kann ich das jetzt nicht so ausführen, das würde dieses Gespräch, glaube ich, sprengen. Und es muss, wenn man es auf der Verkaufsseite sieht, also wenn die Stadt so etwas anbieten will, dann muss sie das den Reiseveranstaltern oder Busunternehmern in attraktiven Häppchen auch servieren, dass die überhaupt einen Grund sehen, warum soll ich nach Oldenburg fahren und warum nicht nach Delmenhorst, jetzt mal so als Beispiel, oder Hamburg. Und wenn man dann darüber gibt es ja wohl keine Diskussion. Ja, aber was, dann schauen wir mal aus Ihrer Expertensicht, wo muss man Oldenburg da einordnen, was die Attraktivität als städtetouristisches Ziel angeht? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Busunternehmer aus Nordrhein-Westfalen, also das wäre ein starkes Quellgebiet, wo es auch viele Interessenten gibt, die solche Reisen machen, dann könnte Oldenburg auf jeden Fall für so eine eintägige Visite sich eignen oder im Rahmen einer Rundreise auch mal vorkommen. Weil es liegt vor der Küste und es hat auf dem Weg dahin was zu bieten. Und das Museumsdorf zum Beispiel auf jeden Fall auch. Mhm. Und da muss man sich halt sehr genau Gedanken machen, aus welcher Region können denn die Gäste sinnvollerweise überhaupt kommen, die uns besuchen sollen. Was kann für diese Leute interessant sein? Ja. Das ist dann eine ganz klassische Fragestellung des Incoming-Tourismus. Sie haben jetzt ich greife den Ball mal auf, Sie haben jetzt drei Stichworte genannt, Küste, Oldenburg, Museumsdorf. Ja. Wir haben bei den ersten beiden Tourismusgesprächen in Emden und in Wilhelmshaven sind wir immer sehr stark auch auf die Frage regionaler Vernetzung gekommen. Wie positioniert sich denn die Stadt Oldenburg auch als touristische Destination innerhalb der Region? Sprechen Sie mit den Tourismusverbänden an der Nordsee zum Beispiel, dass Sie auch dafür sorgen, dass die Touristen, die dort sitzen und vielleicht denen irgendwann langweilig wird, nochmal nach Oldenburg kommen? Oder Frage gleich dann auch an Sie, nach Oldenburg. Also das gibt es. Die Kontakte, die Touristiker kennen sich. Allerdings muss man sagen, das Tourismusmarketing läuft ja sehr stark über Marken, über auch Verbünde. Die südliche Nordsee oder die Nordseeküste, die vermarktet sich ja sehr stark selbst. Hat ja auch einen großen Tourismusfunktionär als Landrat in Friesland, der sich da auch sehr engagiert. Und die anderen Bereiche, auch im ehemaligen Oldenburger Land, da hat es immer auch mal Diskussionen gegeben, ob man da noch stärker das Oldenburger Land als Marke irgendwie entwickelt. Das ist aber schwierig, muss man wirklich sagen, weil wir in unterschiedlichen Markenverbünden unterwegs sind. Oldenburg positioniert sich momentan eigentlich eher so als Stadt, ne? Wirklich aus dem Urbanen heraus und nicht so sehr als Region. Aber ich sehe das genau wie Herr Böckermann. Man könnte, wenn man das wollte, und solche Überlegungen hat es immer wieder gegeben, könnte ja auch eine Folge einer solchen Corona-Pause sein, dass man auch mal nachdenkt über Neues, könnte man das sicherlich auch noch mal aufgreifen. Ich muss aber sagen, es ist sehr schwer, weil alle immer sehr stark immer das erstmal halten wollen, was sie haben und nicht immer gleich die Chance sehen, die sich daraus ergibt, wenn man sich zusammentut, noch mehr gemeinsam haben zu können. Also da gäbe es sicherlich noch Potenziale. Aber das Potenzial müsste eigentlich da sein. Also ich weiß, Leute aus Wilhelmshaven fahren durchaus nach Kloppenburg. Das sind 100 Kilometer, ein bisschen mehr vielleicht sogar, um in das Museumsdorf zu gehen. Wir haben die Wildeshauser Geest, wir haben das Ammerland als auch attraktive Bereiche. Warum ist das so schwer, da zusammenzukommen? Oder ist man da vielleicht auch nicht mutig genug? Das findet ja statt. Also wir haben auch viele Busreisen hier in Oldenburg. Wir haben ein sehr starkes Quellgebiet, das darf man nicht unterschätzen. Für uns sind die Niederlande sehr stark. Das ist in Oldenburg ein sehr starker Faktor. Sowohl für den Einzelhandel als auch für Veranstaltungen, insbesondere natürlich den Lamberti-Markt, aber nicht nur. Das ist im Moment natürlich auch ein bisschen beeinträchtigt. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Wochen nicht viel Niederländisch in der Innenstadt gehört. Man hört ja mal so ein bisschen, was so da für Leute unterwegs sind. Und das ist eigentlich eine unserer Hauptzielgruppen, um die wir uns kümmern müssen, die erstmal wieder zurückzubekommen. Aber wie gesagt, also man sollte immer gucken, ob man sich noch besser auch in der Kombination vermarkten kann. Ich bin ohnehin Verfechter der regionalen Zusammenarbeit. Das ist aber nicht immer ganz einfach, weil viele doch gern den Kirchturm sehen. Und ich empfinde ja noch ein bisschen stärker aus der Landeshauptstadt, versuche ja immer noch das ganze Land irgendwie zu sehen. Also fühle mich also dem Museumsdorf Kloppenburg genauso verbunden als ist ja auch das Oldenburger Land.
Und gibt ja auch eine Identität des Oldenburger Landes aus der Historie noch zurück. Kann man noch mehr machen, sicherlich. Wie erleben Sie das? Sind wir da mutig genug für diese Zusammenarbeit? Na, ich glaube, das ist die Chance, die Corona einfach bietet, dass wir einfach unsere Region, unsere Heimat nochmal wirklich mit einem anderen Blick sehen. Ich habe Anfragen aus Stuttgart, die Reisen hierhin machen wollen und die dann natürlich mehrtägige Reisen machen. Ich glaube, dass ganz viel im Moment hier in der Region nur ein Tagestourismus ist. Und dann muss man einfach ehrlich sein. Das schaffe ich außer dem Museumsdorf, wenn ich aus Wilhelmshaven komme, nicht ganz so viel. Da kann ich nicht die Stadt Oldenburg und das Museumsdorf machen. Das ist zeitlich schon ganz schwierig. Gibt aber natürlich andere Möglichkeiten, das mit einzubinden. Aber wenn ich auf das Mehrtägige noch ein bisschen gehe und sage, die Region hat auch wirklich so viel zu bieten, ich kann hier Urlaub machen. Ich glaube, da sind wir an verschiedenen Stellen noch nicht ganz so weit, dass wir auch wirklich so eine Urlaubsregion auch für die Leute aus der Region sind. Also, dass man das noch mal stärker in den Vordergrund bringt. Und ich glaube, das ist wirklich auch die Chance von Corona, dass man dann auch über die Museen zusammen, wir arbeiten ja auch mit Museen in Verbundausstellungen, dass man das auch noch mal stärker nach vorne bringt, dass es inhaltliche Zusammenhänge gibt, dass man verschiedene Orte sich angucken kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass man theatermäßig, dass man eine Ausstellung mit ganz anderen Kulturpartnern auch noch mal zusammen sieht und lebendiger macht. Aber ich glaube, wir sind hier in der Region, was die Tourismusverbände hier angeht, erstmal ganz stark auf den Tagestourismus ausgelegt. Und ich glaube, das ist eine Chance, dass man einfach sagt, man darf hier, man kann hier gut mehrere Tage. Und dann kann man, glaube ich, ein ganz anderes attraktives Programm unter einer Naturbrille, eine Kulturbrille, eine Einkaufsbrille oder die ganz verschiedenen Sachen und sie auch schön kombinieren. Ich glaube, die Chance ist einfach, da bin ich bei Herrn Krogmann, dass wir oft sehr so in unserem Kirchturm doch noch denken, weil wir natürlich unsere Sachen, die wir vor Ort haben, erstmal natürlich auch mit reinbringen müssen. Aber ich glaube, das darf man weiterdenken und das würde ich als Chance von Corona sehen, dass wir merken, was hier in der Region eigentlich alles vorhanden ist. Es gibt ja in anderen Regionen zum Beispiel auch Verbundtickets für Museen, wo man dann mit einem Ticket auch durchaus für die Einheimischen sagen kann, habt freien Zugang, wann immer ihr wollt, könnt ihr auch in die Museen gehen. Genau. Das wäre doch hier auch denkbar. Wir haben ganz attraktive Angebote. Richtig. Ja, und wie die Verbünde sind, haben wir gestern gesehen. Herr Möller-Lück hat im Museumsdorf gestern Abend gespielt, vom Fischer und seiner Frau, wenn ich richtig informiert bin. War eine ganz tolle Veranstaltung ohne Regen. Das sind ja genau diese Verbindungen, auf die es ankommt. Herr Möller-Lück, wie erleben Sie das, so die regionale Identität und auch die Verbundenheit? Sie haben einen großen Einzugskreis an Gästen, die hier in Ihr Theater kommen. Sie haben aber auch einen großen Radius, in dem Sie selber auf Gastspiele gehen. Gibt es so eine regionale touristische Identität oder teilen Sie diese Einschätzung, dass es doch eher Kirchturmdenken ist? Na, es ist beides gerade, aber es wurde ja auch schon gesagt, Corona bietet ja die Chance, jetzt noch einmal mit anderen Impulsen da heranzugehen. Mich erinnert es ein bisschen an eine Situation eigentlich vor 20, 25 Jahren, wo man im Feld der Künste, der darstellenden Künste meinetwegen, aber nicht nur der darstellenden Künste, streng gattungsbezogen eigentlich vorgegangen ist. Ein Theater war ein Theater, ein Konzert war ein Konzert, ein Tänzer war ein Tänzer. Dann ist es eben passiert, dass spartenübergreifend eigentlich die Dinge aufgelockert wurden. Und man gesagt hat, nein, an diesem Punkt, ein Puppenspieler arbeitet mit einem Tänzer zusammen. Und ein Schauspieler arbeitet zusammen mit einer Klanginstallation und so weiter. Das ganze Ding, das hat sich aufgemacht. Das war alles sehr eng und jeder war bei sich und jeder hat für sich gekämpft und das hat sich aufgemacht. Und das erinnert mich ganz stark daran, dass dies auch wieder ein Appell eigentlich ist, zu sagen, wir können auch wieder öffnen. Jetzt sind nahezu gezwungen zu öffnen. Denn es geht ja darum, dass wir miteinander, dass wir uns vernetzen nochmal, dass wir gemeinsame Attraktivitäten auch nicht herrschen, eine gemeinsame Attraktivität zusammen in den Institutionen und dass wir in Denkprozesse kommen. Das ist ja etwas, was Corona auf wunderbare Art und Weise anschiebt. Nicht, dass sich auch noch mal was öffnen kann und nicht eine neue Perspektive öffnen kann, die man vorher nie gedacht hat, die man vielleicht auch gar nicht denken wollte, aber die jetzt notgedrungen einfach da ist und wie ein Baby schreit, nicht auf Füttermilch. Füttermilch. Daran erinnert mich immer ein bisschen und das wird unsere Perspektive sein. Denn es wurde vorhin auch schon gesagt,
wir werden auf längere Zeit damit leben müssen. Das heißt, wir werden ab einem bestimmten Punkt auch uns nicht mehr damit zufrieden geben können, dass wir ausschließlich nach Kompensation fragen oder ausschließlich, ich sag mal, in einen depressiven oder nörgelnden Ton oder so etwas verfallen. Nein, wir müssen ja wieder nach vorne schauen. Und dieses nach vorne schauen, das heißt, wir müssen neue Maß nehmen in vielerlei Hinsicht, ein neues Maß erfinden. Und manchmal bleibt man hinter dem, was man hatte, bleibt man ein Stück weit zurück. Ja, aber da muss man schauen, dass das eben auch einen philosophischen Unterbau bekommt. Dass man also, wenn es nicht unmittelbar existenziell wird, man sagt so, wie weit können wir gehen? Was ist hier noch richtig? Ist das Mehr, ein Mehr immer automatisch das Richtige oder ist ein Weniger auch unter Umständen zielführend an einem Punkt? Also das heißt, es wird große Diskussionen aufwerfen und die sollten wir alle miteinander erfrischend führen. Herr Böckermann, wenn wir jetzt diesen Gedanken dieser regionalen Zusammenarbeit nochmal aufgreifen und verbinden mit der Prognose, ich glaube auch dem Trend, den man schon sehen kann, dass jetzt zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren der Deutschlandtourismus durchaus einen Boom erleben wird im Vergleich auch zu Fernreisen und zum Auslandstourismus. Hier an der Küste sind die Quartiere im Sommer ohnehin voll. Das bietet ja auch große Chancen, die Nebensaison zu stärken. Da wird es dann interessant, wenn es an der Küste regnet, werden, glaube ich, Museen, Theater, Städte, Bummel interessanter. Steckt da eine Chance hier auch für eine regionale touristische Entwicklung, dass man sagt, man konzentriert sich auch darauf, dass man Leute hierher holt, die man dann auch unterhalten kann, wenn die Küste nicht das bietet, was sie eigentlich bieten soll, nämlich Sonne und Sand? Ich glaube, man könnte es sogar so gut machen, dass man selbst bei Sonne eine Kulturveranstaltung genießt. Aber das ist genau das Stichwort, diese regionale Zusammenarbeit. Ein ganz kleines Beispiel aus Norwegen. Wir machen da so Skilanglaufreisen. Da sind drei Hotels, die liegen 20 Kilometer voneinander entfernt. Jedes Hotel macht ein kleines Spurensystem. Kein Hotel ist für sich gesehen interessant. Seit einigen Jahren hat man die Idee gehabt, wir machen eine gemeinsame Spurenkarte und wir zanken uns nicht weiter, wer macht welche Kurve. Auf einmal läuft es in allen drei Hotels, weil die gesamte Region jetzt interessant ist. Und das erleben wir in ganz, ganz vielen, wenn wir eine Radreise in Bayern ausarbeiten oder so, da endet die Kreisstadt sowieso und auf einmal ist das Radwegesystem nicht mehr so, wie es eigentlich sein soll. Und das würde hier für diese Region ja auch heißen. Das Museumsdorf Kloppenburg hat meinetwegen einen riesen Werbeetat und sagt, kommt alle zu uns, aber sonst ist nichts. Dann kommt keiner. Und deswegen wäre eben halt, ja, es sind aber auch schon manche Kurdirektoren gescheitert an solchen Projekten. Der Hotelier sagt, ich will die drei Nächte in meinem Hotel und ich will nicht zwei Nächte. Und der andere soll keine haben. So läuft das nämlich in den Niederungen des Geschäfts dann nämlich. Der Appell wäre schon tatsächlich, intensiv regional zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam zu vermarkten. Das Ruhrgebiet macht das vor. Hamburg ist eine eigene Stadt mit ganz vielen Möglichkeiten. Da sind aber alle kleinen Anbieter und Interessenträger auch mit drin vertreten. Und da wird sich nicht gestritten, ob man jetzt in Blankeneso oder in sonst wo wohnt. Und das wäre schon ein wichtiger Appell. Mich selber jetzt als Reiseveranstalter, für uns ist diese Region ja so gesehen nicht interessant, aber man kann ja das, was man in anderen Regionen machen würde, auf diese Region übertragen. Eigentlich schon ein ganz spannender Faktor. Herr Böckermann wäre eigentlich, das habe ich noch nie so wahrgenommen, dass Sie eigentlich auch ein ganz guter Berater für Oldenburg wären. Das stimmt. Wenn Sie uns mal sagen könnten, das nehme ich mal mit. Ne? Man wird ja durch Corona jeden Tag wieder schlauer. Das ist eigentlich ganz interessant, ja. Ja, das ist alles Beiträge zum Blickweiten. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, wie kann man jetzt auch dieser Krise, die ja wirklich ganz viele negative Aspekte hat, möglicherweise aber doch auch positiv begegnen, welche kreativen Potenziale setzt sie frei? Sie haben schon gesagt, man ist natürlich ein Stück weit beschränkt in seinem Konzept und auch in dem Angebot, was man hat. Gibt es bei Ihnen dennoch schon Beispiele, wo Sie sagen, okay, da haben wir jetzt aber auch mal was Neues gemacht, ausprobiert vor, was möglicherweise uns ein Stück weit weiterhilft in dieser schwierigen Situation? Also genau, wir haben da kreativ gedacht und geguckt, was machen wir denn? Wir wissen, dass die Leute in der Region eigentlich bleiben, Urlaub machen und wir starten ab heute mit unserem Dorfsommer, der jetzt den ganzen Juli und den ganzen August passieren wird, mit Angeboten, die draußen stattfinden, die Vorteile, die ein Freilichtmuseum auch hat, mit Spezialführungen, die Tiere werden in den Mittelpunkt gerückt, es gibt Spezialthemen, ein Karussell ist aufgebaut, eins mit Abstandsregeln, um einfach zu sagen, wir probieren aus,
wie wir für Einzelbesucher und gerade in den Ferien auch für die Urlauber interessant sein können mit Programmen, wo wir in den vergangenen Jahren keine Zeit zu hatten, weil wir durch unsere Großveranstaltungen auch personell sehr eingeschränkt waren und keine Kapazitäten hatten, mal so zu denken. Und wir haben ganz kreativ mit den Kollegen und Kolleginnen zusammengesessen und die haben sich total gefreut, dass sie sagen können, endlich können wir auch noch mal über Inhalte anders denken, weil wir bisher so eng getaktet waren, konnten wir das nicht. Und das ist, glaube ich, für uns auch eine Chance, über diese inhaltliche Schiene an verschiedenen Stellen nochmal Akzente zu setzen und das zu nutzen. Und wir haben natürlich das digitale Format. Es gibt eine Drohnenführung, die man sich... Also eine Drohne. Die Drohne ist übers Dorf geflogen und hat Aufnahmen gemacht. Aufnahmen. Genau, und hat das gemacht. Und wir versuchen natürlich auch noch mehr in das Digitale reinzugehen. Ich glaube, das ist ganz klar, dass das Digitale hat einen Wert und das Analoge ist die andere Seite der Medaille. Aber es ist die andere Seite der Medaille. Das eine schließt nicht das andere aus. Und ich kann über Digitales, gerade wir machen ja viel Alltagsgeschichte der letzten Jahrhunderte, ich kann ja ganz viele Informationsebenen digital anbieten, die könnte ich gar nicht analog. Ich würde an keiner Stelle ein Haus überfrachten und an jeder Stelle eine Wand oder eine Informationseinheit hinbringen, sondern das kann ich eigentlich nur digital. Und das sind, glaube ich, einfach nochmal Chancen, die auch durch Menschen jetzt nochmal viel mehr gefordert werden. Und so diese Themen, geben wir ein Gerät raus, schaffen wir jetzt Pads, also Tablets an oder so? Oder die Fragen brauchen wir uns nicht mehr zu stellen. Die Hygieneregeln sind eindeutig und jeder hat mittlerweile ja auch ein Smartphone, wo das gut drauf geht. Also sind ganz viele Fragen, die man sich vorher gestellt hat und die Probleme waren, da haben wir jetzt Lösungen. Und das finde ich eigentlich sehr hilfreich. Ja. Herr Möller-Lück, dieses Thema Digitales ist ja auch in der künstlerischen Bereich ein großes Thema. Künstler streamen Auftritte, Lesungen, auch Stücke, Musik. Ist das was, wo Sie eine Chance sehen? Ich weiß, dass es in Ihrem Theater sicherlich noch mal schwieriger ist, weil, wie vorhin schon gesagt, es sehr stark von Interaktion lebt. Aber könnte es ein Geschäftsmodell auch in der Kultur werden, dass man nicht mehr im Theater spielt, sondern dass man im Internet spielt und möglicherweise dafür sogar Geld bekommt? Nein. Ganz klares Nein. Und es hat auch weniger damit zu tun, mit der Interaktion zu tun. Ich finde, generell ist Theater etwas, das man live erleben sollte, sage ich mal. Abgefilmtes Theater ist in den meisten Fällen unerträglich, sage ich mal. Das heißt, man müsste dann wiederum ganz neue Formate erfinden. Aber dazwischen ist nicht so wahnsinnig viel, nach wie vor nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, Streaming ist eigentlich für uns, und deshalb habe ich das auch von Anfang an nicht gemacht, es spiegelt nur zwei Dimensionen eigentlich wieder des eigentlichen Erlebnisses. Die dritte Dimension kommt nicht hinzu. Und damit bleibt es in gewisser Weise unvollkommen und ein bisschen arm. So, das heißt, das ist es eigentlich nicht. Also wenn jetzt in unserem konkreten Falle, wenn wir uns überlegen sollten, wie wir zu anderen Übertragungen kommen könnten, dann würde ich vorschlagen, mir ein kleines Team zusammenzustellen und zum Beispiel Stop-Motion, Puppentrickfilm zu machen. Zu sagen, denn das ist dann gezielt für die Kamera und gezielt für den Schnitt und gezielt für die Betrachtung gemacht. Und also so etwas würde mir zum Beispiel, müsste man vorher mal mit Partnern sprechen, wer wo, was weiß ich, macht man 5 Folgen für die Sendung mit der Maus, sowas, ja, und sagt, wir machen aus Oldenburg heraus, machen wir Stop-Motion-Beiträge, machen die Figur, das ist sehr aufwendig, aber es macht auch wahnsinnig viel, also nicht viel Gefummel auch, mechanisch ist da richtig was los und so, aber auch das ganze Team drumherum, das ist ein bisschen anspruchsvoll, aber das kann sehr schön sein, um sich nochmal einen anderen Weg zu suchen, wo man zum Beispiel das Medium Figuren und den Film und Fernsehen miteinander wirklich sinnvoll verbinden kann. Also nicht einfach den analogen Prozess, den Sie auf der Bühne machen, digitalisieren, das sondern digitales Projekt zu machen. Ja, genau. Sehen Sie die Chancen, dass das dann auch refinanzierbar ist? Das sehe ich schon. Die Frage ist, ob man am Anfang einen Anschub kriegt. Also das wäre zum Beispiel was mir Freude machen würde, wenn man sagen kann, das unterstützen wir jetzt mal, dieses Projekt. Und man, nicht, es gab ja kürzlich auch eben ein Programm aus Hannover, nicht ein Förderungsprogramm, das sah aber überhaupt keine Personalkosten vor. Von vornherein ausgeklammert. Was ich ganz schade finde, denn manchmal ist es so, wenn man eine Initiative ergreifen möchte
in so einem Augenblick, dann braucht man halt erst einmal 2, 3 Menschen. Und letztendlich ist es etwas, wo man eigentlich nur das Geld von der linken Tasche in die rechte Tasche verschiebt. Man kann die natürlich bei der Bundesbehörde für Arbeit, wie heißt die genau? Bundesanstalt für Arbeit lassen. Arbeitsamt. Ja, wollte ich, dachte ich, wenn ich jetzt Arbeitsamt machen würde, ich pürdel die sowas von inkorrekt. Aber so, das kann man natürlich machen, aber letztendlich ist das auch, wenn eine Innovation nach vorne getragen wird und werden soll, dann braucht es eine Form von Anschub. Dass wir hier die richtigen Leute zusammenkriegen, die richtigen Ideen haben, den richtigen Humor haben und so weiter, da mache ich mir erstmal gar keine Sorgen. Ja, und der Platz haben wir auch, um hier zum Beispiel ein großes Studio aufzubauen und Tableaus zu schaffen und zu sagen, wir finden das richtig. Also tolle Idee, die hoffentlich jetzt ein bisschen Kreise zieht. Ja, das ist ein gutes Beispiel wirklich dafür Projekte, innovative Projekte zu fordern und nicht einfach nur Löcher dicht zu stopfen. Genau. Also im Grunde was Sinnvolles zu finanzieren und einfach nur abzustreamen, ist ja im Grunde der Versuch, eine analoge Kunstform irgendwie durchs Kabel zu drücken, dass jemand das, aber es ist nicht das Gleiche. So. Notbeatmung. Das haben im Übrigen ja auch die das versucht haben, inzwischen auch ein Stück weit auch eingesehen, stellen das ja teilweise dann auch wieder ein. Aber das ist ja im Grunde eine eigene Kunstform nochmal, daraus einen Puppentrickfilm oder wie auch immer zu machen. Ja. Und das finde ich total spannend. Ja. Also das wäre eigentlich ein super Beispiel dafür, aus der Krise heraus mit was ganz Neuem zu kommen. Herr Böckermann, wie sieht es bei Ihnen aus? Eine Busreise kann man schwer digitalisieren. Gibt es aber auch in Ihrer Branche Möglichkeiten, andere, dann ja sprichwörtlich, buchstäblich andere Wege zu finden? Grundsätzlich muss man sich ja einer, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen Prüfung auch unterstellen und sagen, was kann ich machen? Ich habe die und die Einnahmen, ich habe die und die Kosten. Und was für Möglichkeiten habe ich, weitere Einnahmen zu bekommen? Und ich habe nur gerade so gefragt, das Ohnsorgtheater sieht man doch regelmäßig im NDR 3 und da sitzen bestimmt viele mit Genuss davor. Vielleicht sieht der Künstler das mit einem anderen Auge als der Kunde. Dass man vielleicht doch sagen kann, man könnte es durchaus mal probieren, mit einer Aufzeichnung, die man vielleicht für 5 € im Internet runterladen kann, Einnahmen zu generieren. Auch wenn es nicht genau das ist, was man will. Genau vor dem Problem stehen wir auch. Wir haben bestimmte Reiseformen entwickelt, die wir eigentlich gut finden. Und wir merken ganz genau, dass diese Reiseformen wahrscheinlich keine langfristige Zukunft haben werden, weil es eben enge Gruppenreisen sind. Und jetzt müssen wir uns Dinge überlegen, die wir selber gar nicht so richtig gut finden, die aber möglicherweise dazu geeignet sind, wieder Kunden anzusprechen. Also so sind wir im Grunde in einer ähnlichen Lage. Ich könnte jetzt sagen, meine Idealform einer Radreise sieht folgendermaßen aus, kommt aber keiner mit. Also mache ich eine Radreise, die ich nicht so toll finde, dann ist plötzlich jemand dabei. Ich muss eins ganz kurz dazwischen schieben, für das Beispiel, was nämlich ein bisschen hinkt. Ja. Es ist so, wenn Sie eine Übertragung eines Ohnsorgtheaters sehen, sitzen dort 400 Menschen. Ja, das stimmt. Die lachen mit dabei. Und die lachen mit dabei. Genau. Die machen Teil der Stimmung aus, die da überhaupt stattfinden kann. Richtig. Und wenn Sie die nicht mehr haben, dann könnten Sie das auch nicht mehr anschauen, weil es gibt nichts, was reagiert. Das ist der Unterschied. Deswegen. Wenn auf die Pointen von Herrn Möller-Lück keiner reagiert, dann ist ja die Gefahr, künstlerisch ist ja die keine mehr macht. Genau, dass der jemand keine mehr hat. Und dann ist das nicht mehr das gleiche Theater. Ja, die Heute-Show ist dazu übergegangen, Beifall einzuspielen, weil genau das die auch da sehr drunter litt. Aber kreativ, wenn die Volkskongress da dann mal reingeschnitten hintereinander klatscht. Ja, das ist leider so. Das Publikum fehlt total. Ja. Herr Möller-Lück, wann wird es wieder Publikum, vollbesetzte Ränge und Pointen von der Bühne in ein lebendes Publikum geben hier im Haus? Ich sag mal so, hier im Haus weiß ich es nicht. Wir sind am Wochenende im Park der Gärten, spielen dort 3 Vorstellungen. Hier im Haus sehe ich das so erstmal noch nicht. Und das ist, ich mache mir darüber auch keine Gedanken mehr, wirklich. Also, weil wenn man dauernd damit beschäftigt ist, zu sagen, wann könnte es wieder losgehen? Wir müssen doch schauen, auf das Ganze schauen. Wir müssen auf das Ganze schauen, auch wenn mich Menschen fragen, sagen Sie mal, am 10. Juli, da ist doch bei Ihnen eine Veranstaltung, findet die statt? Dann denke ich immer, lesen die jetzt keine Zeitung? Oder was, kommen die gerade vom Mars? Oder was ist denn eigentlich los? Dass das nicht stattfinden kann, ist sowas von sonnenklar. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie machen wir weiter? Wir können etwas vorbereiten und mit der Vorbereitung auch gleichsam überlegen, wie kann das Format dafür aussehen? Das muss man gleich mit bedenken jetzt in diesem Augenblick.
Das müssen wir uns anschauen. Wann und wie es hier im Haus weitergehen kann, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, uns fällt etwas ein. Es gibt die Idee, das Buch zu machen erst einmal über das Haus. Das wollten wir lange schon machen. Und wenn uns gar nichts mehr einfällt, machen wir Camembert-Schachteln. Oder schauen wir einfach mal, was ist, und machen irgendwas Hübsches aus dem. Eine Weile können wir schon noch hinschauen. Aber wann? Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Und ich lasse das. Ich kann es auch. Wir können es alle auch nur auf uns zukommen lassen. Wir können in Bewegung bleiben. Wir können draufschauen. Wir können miteinander reden. Aber ansonsten gibt es dort Dynamiken, die wir in dieser Form so nicht beeinflussen können. Und denen müssen wir uns stellen, klug stellen und schauen. Aber wir wissen nur eines: Untergehen werden wir nicht. Das wissen wir ganz genau. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir sind mit der Stunde fast rum. Ich würde jetzt eben zum Schluss nochmal, weil es mich einfach auch persönlich interessiert, mal so ein kleines Städteranking hier versuchen. Herr Böckermann, ganz spontan, die Stadt, die Sie am liebsten frei von Corona-Regeln als nächstes besuchen würden, ist welche? In Deutschland oder ein bisschen weiter weg? Wo immer Sie wollen. Von Corona-Beschränkungen. Sagen wir einigermaßen realistisch und unter touristischen Gesichtspunkten wäre Hamburg dann vorne. Hamburg vorne. Ja. Schlüttete Bühne bei Ihnen, welche Stadt? Wien. Semmerlück. Stockholm. Ja, und jetzt frage ich natürlich den Oberbürgermeister von Oldenburg besonders. Ich würde am liebsten mal wieder in Oldenburg sein. Ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einblicke, für die Einschätzungen. Ich denke, wir können mitnehmen, dass es gibt noch eine Durststrecke, die durchschritten werden muss. Das ist also illusorisch zu meinen, das ist jetzt bald alles vorüber und alles wieder normal. Ich glaube, viel von dem Ausnahmezustand wird auf Dauer noch Normalzustand bleiben müssen. Ich wünsche Ihnen dennoch viele kreative Ideen, zunehmend Kunden, Besucher, Zuschauer und vor allem weniger Leuchtturmdenken in der touristischen Zusammenarbeit zwischen Oldenburg und dem wirklich spannenden Umfeld, was es hier gibt. Ich hoffe, dass ich bald einen Stop-Motion-Film sehe hier aus dem Theaterlaboratorium. Das würde mich sehr freuen. Ich danke Ihnen alle fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Urlaub, wo immer Sie ihn verbringen, und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.